Herzlich willkommen zu einem neuen Short Review Review Let's View des Tomat Action Figure Digest 201. 2001 wäre ganz schön weit in der Zukunft. Ich müsste aus dem Jahr 2010 stammen und ist ein amerikanisches Toy-Magazin. Ja, für Neuerscheinungen, künftige Sachen. Und das blättern wir einfach mal durch. Gleich zu Anfang, wir sehen ja Flying Heroes und man sieht schon Batman, Spider-Man und auch Superman. Und das ist eine interessante Kombination, das heißt DC und Marvel kombiniert. Das schlagen wir gleich mal auf. Na, wo machst du? Gleich die erste Seite. Links das Mittelchen. Hier sehen wir auch Captain Action, Loki und auch Thor. Ja, sehr klassisch, eben halt von den Comics. Und dann haben wir auch die Inhaltsangabe. Wir können hier ein bisschen Alien sehen, Iron Man 3, das heißt der Kinofilm ist da gewesen, über eine G.I. Joe Convention, aber da kommen wir alle noch drauf. Und hier steht, nee, ich korrigiere mich, nicht 2010, das ist 2013. Wie schnell die Zeit vergeht. Irgendwie bin ich immer bei 2010. Von 2013. So. Dann blättern wir gleich mal um und wir sind hier bei Reaction Figures, die ja, ja auch schon zu vielen anderen Serien mittlerweile ja, klassische Figuren, ach, im Stile finde ich der Kennerfiguren, der Kenner Star Wars Figuren herausbringen. Hier haben wir jetzt zum Thema Aliens und hier sehen wir auch Ripley, das müsste Ash sein, das könnte Ripley im Raumanzug sein. Gab es dann schöne Gläser, wo es schön mit das, ich weiß nicht, ob man das als schön als Kinderglas betiteln kann. Und hier gibt es so ein richtiges Display mit Glasses. Alien gibt es natürlich auch so mit dem durchsichtigen Kopf. Auch sehr lustig, das ist einfach nur verrückt. War lustig. Super 7. Kann man es bestellen bei Super 7. Oh, was haben wir hier? Metzko. Bates Motel, da haben wir aus Psycho, Norman Bates als Mutter verkleidet und Janet Leigh als ja, Stoffpuppe im Handtuch bekleidet, nur ja, nicht meins, muss ich ehrlich sagen, aber eine witzige Sache auf eine Art. Hier sind so ein paar was Aktualitäten für damals, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und wir gehen lieber weiter, Iron Man, die verschiedensten Rüstungen von Iron Man, Iron Assemblers. Ja, Iron Man 3 gab es ja eine ganze Menge Rüstung zu sehen, Teil ist hier wohl auch bei oder in dem Stile wurde hier was präsentiert als Actionfigur. Ja, Iron Man ist einfach sehr vielseitig. So, wollen wir mal gleich die nächste Seite gucken und dann geht es auch schon weiter mit den ganzen. Hier gibt es die kleinen Minimax Iron Mans und auch Bösewichter. Hier ist doch Whiplash. Hier nochmal ein bisschen richtig coole Rüstung. Echt, wow, richtig klasse. So, 11 und 12, die nächste. Was haben wir denn hier? Auch so ein paar klassische Toys. Hier sehen wir Freddy Krüger. Der wurde wohl zusammengebaut. Ich weiß gar nicht, was das so ist. Quick Change Artist. Das konnte man wohl selbst zusammen modellieren, so ein bisschen die Figur erstellen. Auch nicht schlecht, ist so ein bisschen was. Ja, do it yourself, aber natürlich hier, das ist das Original, hier sieht man ja auch, wie das jetzt schon von damals so ein bisschen angegriffen ist, farblich. Und das können auch Prototypen, hier steht auch was von Prototypen, das heißt, es kann sein, ein Spielzeug sein, was natürlich nicht vorausgekommen ist und deswegen sind auch hier noch unkoloriert. Ja, und hier wurde wohl mal über den Action Figure Digest in dem alten geredet, dass wohl ein Darkseid, also eine Basis vorauskommen sollte. Ist nie rausgekommen. Das heißt, das sind hier Prototypen-Teile. Nicht schlecht, nicht schlecht, dass man diese überhaupt auch zeigt. Und hier geht es mit Prototypen auch weiter. Kann ich jetzt nicht einordnen, zu welcher Serie das ist, aber es ist sehr interessant. Ein bisschen sieht das nach He-Man aus. Aber ja, hier ist Double Dragon. Das sind manchmal auch Sachen, die nie erschienen sind. Advanced Dungeons and Dragons, ein paar Monster hier, das sieht nach Terminator aus. Und das kann ich jetzt nicht beurteilen. Kann auch The New Adventures of He-Man oder irgendwas. Hier ist leider gar nichts
zu sehen, von welcher Serie es ist. Auch ein bisschen nach Turtles. Ich gucke gerade, ob ich in dem Text was finde, wovon da was zu reden ist. Sprechen von Monster in My Pockets. Das ist aber garantiert nicht Monster in My Pockets. Aber auch interessant. Interessante Figuren. Ach, hier haben wir Monster in My Pocket. Das heißt, das sind die Originale, die Prototypen, und so sind dann später die Figuren in der Größe. Ah, so, so ist es wohl gemeint, dass sie darüber berichteten. Komm, blätter um. Und hier geht es mit den Flying Heroes, wie wir schon auf dem Cover gesehen haben, weiter. Und da mischt sich DC mit Marvel. Ja, was es nicht alles gibt, dann kann man sie sogar schon fliegen lassen. Das heißt, wird wohl ab in die Luft geschossen und dann segeln sie zu Boden. So, hier haben wir auch Kotobuya-Figuren von Iron Man und War Machine, denke ich mal, sind die beiden. Und dann haben wir auch schon wieder den Speed Shop mit den Hot Wheels. Und ihr seht, es gibt immer noch viele, viele Autos zu zeigen. Ich werde da jetzt nicht so verweilen. Ihr könnt euch einfach ein Bild machen und ich werde jetzt nur Highlights hervorheben, wenn ich jetzt irgendwas sehe. Aber ich sehe hier auch jetzt nichts Besonderes. Ein Trans Am. Sie haben sehr, sehr viel. Eigentlich ist ein Batmobil. Batmobil Live. Für, ach, hier versteht. This is Malaysia made Batmobile for the live area show as a metal body with a plastic case and category. Also es gab wohl in Malaysia eine Batman-Show. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das ist das Batmobil daraus. Gab es auch als Figur. Ja. Das ist ein SWAT-Wagen. Und Hot Wheels. Werbung. Sie sind schon sehr, sehr toll und sehr detailliert und so weiter geworden. Also Wahnsinn. Noch mehr Autos. Was es nicht alles gibt. Also der Sammler, der hat auch pro Jahr seine 50 Autos, die er bestimmt ins Regal stellen kann, der Hot Wheels Sammler. Sonst Snow Ride. Auch hier coole Autos einfach. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Bagger. So, dann kommen wir hier zur G.I. Joe Convention. Haben wir hier so ein paar klassische Wiederauflagen, ein bisschen modernisiert von den klassischen G.I. Joe-Figuren aus den 80ern. Und auch ein Diorama. Und hier sehen wir, es waren Gäste da. Hier ist Bill Ratner, die Stimme von Flint aus dem klassischen, ja, 80er-Jahre-Cartoon. Ja, das ist natürlich für die Fans von G.I. Joe da in Amerika, da ist es natürlich viel mehr als bei uns. Und hier sehen wir auch schon wieder Figuren, die auf eine Art klassisch angehaucht sind. Ich kann hier nur Scarlett erkennen und der Rest müsste ich mir zusammen. Jetzt nicht mal Scarlett. Scarlett hat keine Augenklappe. Also nicht mal weiß ich, welche Figuren das sind. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr vielseitig. Auch hier sieht Night Force. Das sind so spezielle Sets, die eben halt nur bei dieser Convention verkauft wurden. Also das sind diese besonderen Figuren, die wir eben gesehen haben, alle. Und diese mit dem Comic zusammen, die gibt es nur in dieser Edition. Und sofern ich das weiß, konnte man die nur vorbestellen, auch wenn man als Gast da war. Das heißt, wurden pre-ordered. Die Kosten sind so zwischen 300 bis $400 gewesen. Ja, kein Witz. Da hast du ein Eintrittsticket meistens mit dabei gehabt, aber dann hast du eben halt diesen Set bekommen dann. Das ist jetzt das Nightforce-Set. Und hier sehen wir auch nochmal ein paar schöne Karten und Bilder. Man of Action, also James Bond gehört wohl auch zu den G.I. Joes. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch hier schöne Artworks, Kunstwerke. Bricks, ein schönes Artwork. Und hier sehen wir so ein bisschen, dass auch dort Cosplay sehr beliebt ist. Ein paar Szenerien, ein paar Custom-Made-Figuren vermute ich mal. Und hier haben wir jetzt schon mal klassische Sachen. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch sehr, sehr alt. Und das waren Werbeseiten von, ich denke mal, Katalogen aus den Händlerkatalogen,
weil sie so gelocht sind, von Spielzeug, was zu James Bond damals rausgebracht wurde, in den 60ern vermute ich mal. Eine Waterpistole, Wasserpistolen, so ein Agentenkoffer, den können wir hier nochmal genauer sehen. Richtig cool, so im Stile von von Russia with Love. Liebesgruß aus Moskau, auch hier noch so mit Abschießbehahn. Teil mit Waffe drin, nicht schlecht. Oder hier so eine Kamera, die auch so ein bisschen, ja, Wasser gesprüht hat oder so. Ja, Automatic Shooting Camera. Und das Interessante ist, die Kamera sieht der Waffenkamera aus Lizenz zum Töten sehr ähnlich. Auch nicht schlecht. Vielleicht ist das sogar eine Hommage gewesen an dieses Spielzeug. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, James Bond hatte auch eine Menge Spielzeug. Hier geht es noch weiter. Ach, ist das interessant. Das ist richtig hier so alte Luger. Der James Bond wurde eine Menge verkauft. Radio und Radio mit Trap, das heißt so eine Art Alarmanlage, die man das halt ein Seil spannen und wenn das abgerissen wurde von der Tür zum Beispiel, dann ist das Radio angegangen oder ähnliches. Dann gab es hier so kleine Figuren-Sets. Nicht schlecht, so Miniaturfiguren, große Puppen von Oddjob, James Bond, auch tolle Motive hier, auch nicht schlecht. Was es nicht alles gab, ja, es gab damals auch sehr viel zu James Bond, was man gar nicht mehr so weiß, deswegen vieles ist wahrscheinlich auch nur noch so als Fotos erhältlich. Ja, jetzt gehen wir schon mal wieder zu Star Wars über, hier haben wir nochmal zwei Kopfgeldjäger, Dengar und vor Loom. Ein bisschen größere Figuren, denn ich vermute mal, das sind die kleinen Figuren, die Originalfiguren. Walking Dead. So Collectibles-Figuren halt, so Büsten. Ja, hier haben wir auch nochmal so ein bisschen Shazam-Figuren, die noch nichts mit dem Kinofilm zu tun haben, den gab es noch nicht. Zylon, A-Team-Wagen, eine Catwoman, Barbie. Nicht schlecht. Und dann sind wir auch schon, ja, nee, war die vorletzte, sag ich, das ist schon die letzte. Oh, hier haben wir Masters, The Master of the Universe, Classic, Rock On und Stone da. Und so, auch so eine Heroes, das war jetzt 2013, auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Waren die einzigen Masters, die mich so ein bisschen interessiert hatten, weil ich sie so fast zu Transformers gerechnet habe, als Transformers-Fan. Weil sie sich eben verwandeln konnten, das fand ich sehr interessant. Auch hier haben wir nochmal so eine alte Werbung von so einem Spielset, was es wohl gab. Cowboys und Indianers, ein Fort und Indianer. Fort Courage, nicht schlecht. Mit Magneten, da steht irgendwas mit Magnet-Action. Das heißt, man konnte die Figuren so wahrscheinlich ein bisschen bewegen. Die haben irgendwie einen Stock in der Hand. Ja, und hier haben wir nochmal eine Werbung von dem von dieser Collectible-Firma, die halt die Prototypen und Sondereditionen verkauft. Oder sehr, sehr klassische klassisches Spielzeug, wie hier auch, das ist das Vorbesteller-Kit, was eigentlich auch nur eine Pappe war von 1977, auch echt toll. Nicht schlecht. So, das war der Let's View zum Thomas Action Figure Digest 201 aus dem Jahre 2013. Ja, wenn euch das gefallen hat, ne, dann hinterlasst gerne ein Like, ein Abo, freue ich mich auch drüber und besonders über einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.